Wir haben jetzt den Telematik Plus Sensor mit den Fahrdaten bei uns im Versicherungstarif bei der HUK 24 mit integriert. Hier seht ihr die Befestigungsposition bei uns im Skoda Enyaq. Während der Fahrt stört sie uns gar nicht. Wir haben sie hier oben neben dem Spiegel links dran geklebt. Die Klebestreifen sind schon direkt befestigt. Die Einrichtung in der App gehen wir jetzt gemeinsam durch, damit ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Ich werde euch später mal ein Feedback dazu geben, ob es sich nun tatsächlich gelohnt hat, den Tarif hier entsprechend zu ändern oder auch nicht. Ich bin gespannt und meine Familie ist gespannt und ihr seid auch gespannt. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da und nun gehen wir zur Einrichtung in der App. Jetzt möchte man als erstes die Datenschutzeinwilligung von uns. Ich gehe jetzt rein in diese Datenschutzeinwilligung. Das Ganze lädt. Die Haken sind gesetzt. Hier setzen wir auch noch den Haken. Und übernehmen das Ganze. Jetzt gehen wir auf Jetzt aktivieren. Oben rechts haben wir einen Knopf am Sensor. Den betätige ich jetzt. Die LED hat kurz aufgeleuchtet. Ich gehe auf Weiter. Wir sehen hier mein Auto entsprechend und verbinden das Ganze. Die Sensorverbindung prüfen. Der Sensor gibt einen Signalton von sich, das hat er gemacht. Die LED-Leuchte des Sensors blinkt schnell, macht es auch. Die Verbindung war erfolgreich. Sensor platzieren. Den Sensor, wie wir eingangs gesehen haben, habe ich im Randbereich angebracht. Oh, ich sehe den Befestigungspunkt noch. Da nehmen wir entsprechend die Windschutzscheibe. Aber das war es jetzt gewesen. Bis zum nächsten Video, euer Mario.